Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit Die Sims 3. Und wir sind natürlich wieder hier mit unserer süßen Riley. Also, beim letzten Mal sind Dinge passiert. Sie ist noch nicht offiziell schwanger, aber wir vermuten sehr stark, dass sie schwanger wurde. Dinge passieren, aber die beiden sind so süß, ne? Wir werden, wenn wir es erfahren, vermutlich dann zusammenziehen und zu Sophia. Also, das wird hier auf jeden Fall ganz wild alles. Dann müssen wir uns wenigstens auch nicht mehr um diese Pflanze da kümmern, ja? Okay, ich würde sagen, wir können ja diesen Artikel erstmal lesen, weil... Oh mein Gott. Warum werden wir immer angerufen? Raoul, oh. Aber dann können wir das lesen, weil wir haben heute eigentlich eh nichts vor. Weil es ist zwar Musetag, wir können vielleicht nochmal, je nachdem, aufs Fest gehen oder so, aber ansonsten haben wir nicht viel vor. Weil sie will halt eine Poolparty veranstalten, aber ohne Pool... ist das ein bisschen schwierig. Oh, sie hat eine Gitarre. Yeah, girl. Wer ist denn noch in der Gruppe? Ich bin ja schon sehr gespannt, was hier heute für ein Chaos ausbrechen wird, weil dieses Let's Play... Wir haben zwei Parts bisher gehabt und es ist bisher eigentlich nur alles eskaliert. Ich würde mir ja wünschen, dass es anders ist, aber... Außerdem wurden meine Einstellungen zurückgesetzt, deswegen habe ich sie ein bisschen angepasst. Ich habe zum Beispiel hier die Alterung dann auch erhöht. Das wollte ich sowieso machen. Mal schauen, wie das hier wird. Also wenn es jetzt irgendwie anders aussieht, weil ich anscheinend die Grafikeinstellung anders gemacht habe, dann tut es mir leid. Ich weiß nicht, wieso das immer zurückgesetzt wird. Das Ding ist, jetzt hat sich das auch resettet, dass die mir immer Tipps geben wollen. Aber ich will keine Tipps, ich kenne das Spiel. Wie lange sie auch Gitarre spielt hier, ne? Hör mal. 404? Ach, Urlaubsgeld. Hör mal. Jetzt ist ja schon wieder übel. Sophia ist Level 3 in Gitarre, süß. Ein Trainingsgerät kaufen für 750. Hör mal, du hast hier bald ein Kitty. Kannst du nie so viel Geld ausgeben. Aber sie kann sich ein Eis holen. An Musetag kann man das schon mal machen. Och, jetzt ist der Eiswagen weg. Und dann nicht. Aber wenn sie jetzt eh gerade nichts Besseres zu tun hat, vielleicht schreibt sie ihre Story weiter. Aber süß, dass Sophia den ganzen Tag hier chillt, ne? Sie muss gleich eh wieder kotzen. Toll, sie guckt aus dem Fenster, wo sie da gar nicht rausgucken kann. Oh ne, nochmal 2 Stunden, hä? No problemo. Viele finden ja, dass man stets die Wahrheit sagen sollte. Amy Greenthal diese Meinung allerdings nicht und fand den Artikel von Riley einfach grausig. Oh, unbeliebt. Naja, gibt Schlimmeres, ne? Genau, vielleicht quakt ihr einfach mal nochmal ein bisschen miteinander. Sie ist auch immer noch in ihrem Schlafanzug. Richtig süß. Sie möchte sie verliebt umarmen. Süß. Oh, jetzt muss sie erstmal kotzen. Sophia so, das Fenster. So, sie kann nicht kotzen, oder was? Oh, wo kotzt sie denn jetzt hin? Nach draußen? Das ist widerlich. Das ist wirklich widerlich. Jetzt erstmal wieder zur Freundin gehen und sie umarmen, oder? Vielleicht geht sie heute auch nicht zum Fest, weil noch weiß sie ja nicht, dass sie schwanger ist oder so. Und deswegen, sie denkt vielleicht hat sie sich einfach den Magen verdorben. Deswegen möchte sie halt nicht zu diesem Fest gehen. Und sie zockt jetzt, oder was? Warum wusste ich das? Oh, wir können schneller Lerner kaufen. Ich dachte, es wären 25.000, aber es sind nur 15.000. Deswegen nehmen wir das doch gerne. Warum stößt das Spiel denn immer ab, wenn ich in den Welten-Dings gehe? Sehr, ich glaube, ich bin wieder hier. Dieses Mal ist meine Dusche kaputt gegangen. Und ganz ehrlich, ich speichere. Ich habe eben vergessen zu speichern. Aber ich habe zwischendurch 3 Mal oder so gespeichert. Das Spiel ist mittlerweile 7 Mal oder so abgestürzt hintereinander. Also Sims 3 ist einfach ein großartiges Spiel, oder? Das Ding ist, wenn man dann regelmäßig speichert, dann passiert immer nichts mehr, ne? Es ist so geil. Wenn man nicht speichert, stürzt es innerhalb von 3 Sekunden 5.000 Mal ab. Und wenn man speichert, ist es so, warum hast du denn so viel Angst vor mir? Sie musste jetzt aber nicht so viel kotzen irgendwie während dem Nachspielen. Weiß ich, woran das liegt. Also ob die Schwangerschaft vielleicht gelöscht wurde oder so. Das sind ja auch Dinge, die passieren könnten. Aber dann wäre es halt so. Ich habe ihr Merkmal nicht wieder gekauft. Warte mal. Gönnen wir uns auf jeden Fall. Sie hat mich eben übrigens auch erschreckt. Weiß ich nicht, was ihre Mission da war. Sie würde gerne Macaroni mit Käse essen. Denke, dass das grundsätzlich eine Sache ist, die funktionieren kann. Sie redet über eine Babyflasche. Wir werden einfach sehen. Wir lassen es auf uns zukommen. Egal, was jetzt hier passiert, es ist in Ordnung. Und dann kann sie hier ihr Buch weiterschreiben. Warum buht sie jetzt ihre Freundin aus? Was ist hier los? Frag mich echt, wie lange das hier geht, ne? Wie lange wir dafür Zeit haben. Es wäre halt wichtig zu wissen. Ich würde es schon gerne machen. Ah! Ich glaube doch. Oh mein Gott, was ist mit ihr denn? Können wir da mal kurz drüber reden? Geil. Nee, aber I guess she's pregnant. Oh, wie süß ist denn das Outfit? Hör mal. I love it. Riley hat die nächsten 4 Tage frei, da sie im Mutterschutz ist. Leider, ich glaube, sowas gibt's hier nicht wie... Dann plaudert einfach. Ach doch, warte, das Schwangerschaft verkünden. Ein Mädchen bekommen, wünscht sie sich. Sie möchte einen Liebesroman schreiben. Sie würde gerne Kekse essen. So, dann erzähl ihr mal davon. Sie so, oh mein Gott, ich glaube, wir bekommen ein Baby.
Oh, sie freut sich, süß. Sie so, yeah. Also mir ist egal, was das Kind wird. Wir können sonst ja immer noch mehr Kinder haben, also. Das ist halt die Frage, ziehen wir jetzt direkt ein? Nee, ne? Noch einen Moment warten. Ich weiß nicht, wie lange sind die Schwangerschaften in Sims 3? Ich glaube auch 3 Tage, oder? Wir können ja erstmal schlafen, weil wir können ja dann umziehen, wenn Sophia zu Hause ist, weil ich weiß nicht, ob das nicht sonst ein bisschen glitscht. Sophia hat auf jeden Fall mehr Platz, vor allem jetzt, wo Noelle ausgezogen ist. Immerhin speichern jetzt. Das ist ja sogar ein 2-Bedroom-Haus, das heißt, das Kind hätte auch direkt ein eigenes Kinderzimmer. Das wäre sehr, sehr gut. Mausi, du darfst doch richtig schlafen bei uns. Muss nicht nur ein Nickerchen machen. Ihr Ernst gerade? Ach, süßen Schaukelstuhl kaufen. Ja, ist tatsächlich sehr, sehr süß. Ich muss jetzt nach Hause. Tschüss. Okay, dann packen wir jetzt noch alles Mögliche ein, was hier uns gehört. Zum Beispiel das Auto. Also den Computer würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Ja, ich glaube, der Rest muss nicht unbedingt sein. Speichere ich jetzt und dann lasse ich die beiden zusammenziehen. Kann ja also tun, dass Sophia das zu Hause schon mal vorbereitet hat, dann in der Nacht, damit Riley da einziehen kann. So, statt bearbeiten, verbinden mit Gördes. Den Rest können wir meinetwegen verkaufen, ist schon in Ordnung. So, Happy Family. Als ob die Wünsche, egal. Dann ist das so. Nein, ich speichere gleich, wenn wir drinnen sind. Oh, sie ist einfach direkt hier gespawnt. Oh, Leni ist groß geworden. Süß. Oh nein. Oh mein Gott, sie ist zu... Oh mein Gott, ich dachte, sie wäre unsichtbar. Dem Wuffi geht es irgendwie auch nicht so toll. Ich glaube, der Hund ist verglitscht. Weil irgendwie kann er nichts richtig benutzen. Ah doch, wenigstens den Napf. Ach süß, jetzt hat sie sogar ihren Schaukelstuhl. Sind wir nicht im Mutterschutz? Warum sagen die mir, dass der Dings kommt? Hier ist sogar Platz für 2 Kiddies. In die Zukunft reisen. Ja. Ich habe auch nichts Besseres zu tun, wenn ich schwanger bin. Wir haben echt einiges an Cash. Hier, den Kratzbraun brauchen wir nicht, weil wir sind ja ein Haushalt mit einem Wuffi. Süß, eine Krippe haben wir auch schon hier. Perfekt. So, und ich möchte dieses Holz haben. Sieht dann hier gleich viel schöner aus. Und dann können wir den eigentlich verkaufen. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so viel Geld haben. Dann können wir hier so einen krassen Laptop kaufen. Man gönnt sich ja sonst nichts. I love the Bücherregal. Und wenn wir schon dabei sind, können wir diese Sachen hier ausbessern. Auch der ist hübsch. Hier, die Oma-Eimer-Station, die nehmen wir. Das mit dem Backen ist so süß, ne? Und das möchte ich aber wieder im selben Holz haben. Oder wie dieses Holz, macht eigentlich mehr Sinn, ne? Sieht richtig dumm aus, aber egal. Ich finde es auch ein bisschen geil. Und die Sachen müssen auch auf jeden Fall ausgebessert werden. Also wenn wir hier schon dabei sind. Und wenn wir schon ein bisschen Cash haben, dann ist das auch in Ordnung. Was ist das für eine krasse Dusche, Bro? Wir haben noch nicht mal Klopapier hier. Kostet sogar hier nur 2. So, und ein Handtuch. Und einen Fernseher können wir uns auch leisten. Ich finde den hier immer sehr schön. So, eine Flancy. Oh, das ist dieselbe Flancy wie da oben. Dann vielleicht nicht. Warte mal. So, eine Flancy. Speichern. Sie freut sich erstmal über das neue Klo. Das freut mich sehr. Computerspiele spielen? Ah. Sie hat zwar nicht mehr die Gelegenheit mit dem Dings. Und jetzt hat sie auch nicht die Belohnung bekommen für den Artikel. Aber egal. Egal. Alles gut. Psch. Möchte nicht, dass das so weit oben hängt. Oh, wir haben gar keine Einfahrt, ne? Ich finde das immer schöner, wenn man eine Einfahrt hat. Wir können hier noch voll expandieren, wenn wir wollten. Was mit ihrem Buch? Ist ihr Buch noch existent? Na dann, kümmere dich wohl darum. Wenn du jetzt eh gerade nicht zum Job musst und so. Ich möchte Logik lernen, ist okay. Buch über Logik lesen. Buchhandlung suchen, ja, ist okay. Sie heute arbeiten? Jo. Oh, sie kennt ganz schön viele Leute, die irgendwie okkult sind. Sie kennt generell ganz schön viele Leute. Sie möchte auch ein übernatürliches Wesen treffen. Ich lasse sie aber nicht den ganzen Tag schlafen. Okay, ich glaube, ich habe den Hund irgendwie gefixt. I don't know. Auf jeden Fall geht es dem Hund schon viel besser. Oh, Flöhe. Ach, wir haben gar keine Badewanne. Heute ist Shopping Day. Dann können wir das mit den Flöhen auch gleich fixen. Aber die beiden sind ja noch am Haier machen. Leni Gördes hat einen Partner namens Rusty. Gefährte. Rusty Flynn. Okay. Ich würde mit ihr auf jeden Fall auch gerne ein Schwangerschaftsbuch lesen, weil das hilft uns ja auch. Aber ich randomize wahrscheinlich eh die Traits. Weil ich mag das immer viel lieber, wenn das random ist. Also sie steht schon von selber auf. Wegen Gesellschaft von nicht befreundeten Sims? Wer denn? Der Zeitungslieferungsdienst ist hier noch. Und dann, wenn sie gegessen hat, speichern wir jetzt erstmal. Und dann kann sie vielleicht in die Buchhandlung gehen. Vielleicht kann sie da auch ein Schwangerschaftsbuch finden. Ich weiß nicht, ob man das da finden kann. Ich finde das nämlich immer nicht, aber vielleicht bin ich auch einfach blind. Und sie möchte ja ein Buch über Logik lesen, also von daher. Das Geld dafür haben wir. Schmeckt nach Kühlschrank? War der nicht übel teuer? 1500 hat der gekostet. Ne, 1800 sogar. Hunger 8, Umgebung 4. Weiß ich jetzt nicht, was deine Mission ist, Girl. Sie kriegt hier immer 14 Simoleons random durch ihre Kapitel. Voll gut. Man kann Domino spielen? Since when? Aha, Geschichten einer werdenden Mutter. Und Logik.
Dann kannst du nach Hause kommen. So, und das mit der Mutti, das kannst du ihr geben. Irgendwas funktioniert. Das mit dem Spielzeug funktioniert hier nicht. Immer wenn ich das andrücke, klappt das nicht. Komm rein. Er kommt nicht rein. Ich teleportiere ihn mal. Oh, das Buch ist fertig. Kannst du den Hund baden? Geht das denn? Anscheinend schon. Bisher. Also scheint das nur mit dem Spielzeug nicht zu funktionieren. So, und sie braucht Spaß und so. Kann sie sich aber gleich drum kümmern. Dann kann sie ja ein bisschen fernsehen. So, und Sophia ist auf dem Weg zur Arbeit. Oh, jetzt hat das geklappt. Oh mein Gott, sehr gut. Ich finde übrigens blöd, dass der Napf hier draußen steht. So, viel besser. Dann sehe ich ihn nämlich auch, wenn er leer ist. Nicht zerstörerisch, Ferkel und treu. Süß. Ich vergesse immer, dass sie hier nicht multitaskingfähig sind. Ihr könnt ja mal ein bisschen spielen. Süßi. Warum kriegt sie dafür keinen Spaß? Immer diese Leute, die ständig anrufen. Vielleicht sollten wir auch den Klingelton ändern. Oh, er hat Angst vor Geister. Sie. Oh, hier kann sie auf jeden Fall auch Leute untersuchen, wenn sie eine Mülltonne hätten. Anscheinend haben reiche Leute keine Mülltonne. Aber hier, unsere direkten Nachbarn haben eine. Familie White. Sophia beginnt sich ein wenig krank zu fühlen. Cece Laws, Alter. Sie so schwanger, stolziert da kurz rüber. Enzo, süß. Ich hoffe, Dean sieht uns nicht. Oh, sie hat Rückenschmerzen. Arme Maus. Wir finden hier nur Schrott. Oh mein Gott, sie ist auch froh, wenn sie zu Hause ist, ey. Okay, ab nach Hause. So, sie hat etwas Interessantes über Dahlia White zutage gebracht. So, sie ist auch reif fürs Bett. Oh, ausgeschimpft. Maus. Die zwei kuscheln einfach miteinander. Das ist so süß, ne? Nein, wir gehen jetzt nicht mit ihr nachts ans Telefon. So, wir verkaufen die Schrottteile. Und der Rest von dem Müll kommt bei uns im Müll. Sie möchte gegrillter Käse essen. Guten Morgen, liebe Sorgen. Mach mal Pfannkuchen. Sie wünscht sich, ihn abzufüllen. Das ist tatsächlich sehr einfach. Sie sollte die Küche ja mittlerweile nicht mehr anbrennen lassen. Wuff, wuff, wuff. Und wie sind sie geworden? Lecker. Yay. Renoir-Weintrauben-Pfannkuchen. Ja, du kannst ja auch was essen. Hallo? Wer ist denn da jetzt? Sie ist auf jeden Fall nicht begeistert gewesen. Als ob du da jetzt nicht durchkommst, Girl. Warum liest du denn jetzt hier? Dann räum auf. Dann kannst du dein Buch lesen. Sie würde gerne Level 4 der Kochenfähigkeit erreichen. Süß. Sie kann auch nur Gitarre, ne? Dann ist vielleicht gar nicht schlecht, dass sie ein Logikbuch liest. Und mal ein bisschen was Neues ausprobiert. Süß. Die setzen sich jetzt zueinander zum Lesen. Das macht mich happy. Aber wie süß findet ihr ihr Outfit einfach? Ich lieb's so sehr, ne? Ich find's richtig süß. Das Arboreturm besuchen? Ich wusste nicht mehr, dass es sowas gibt. So, sie hat das Schwangerschaftsbuch auf jeden Fall gelesen. Vater dazu bringen, Schwangerschaftsbuch zu lesen. Guck mal, machen wir vielleicht eher als den gegrillten Käse. Guck mal, dann können wir einfach das Buch ihr geben. Süß, die verstehen sich voll gut. So, dann schreiben wir unsere negative Story mal. Yay, das mit der Logikfähigkeit hat funktioniert. Lies mal die Geschichten der werdenden Mutter, weil deine Frau das möchte. Deine Freundin, besser gesagt. Ein Teleskop wünscht sie sich. Können wir dir besorgen? Tada! Fahrgemeinschaft! Wo stehen die denn? Sie muss jetzt mal 3 Kilometer laufen, oder was? Ach du Heilige, warum stehen die denn da unten? Ich glaube tatsächlich, dass sie schon bald platzt. Ne? Ach süß. Ach, ich liebe Tiere. Oh, durchweg negatives Feedback. Schade. Oh oh, das Baby kommt. Ich hatte recht. She is platzing. Kommt sie dann auch? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, ne? Weil sie ist ja gerade auf der Arbeit. Ich hoffe, sie nimmt das nähere Krankenhaus. Erstmal speichern. Aber voll gut eigentlich, dass es hier zwei gibt. Sie fährt auch noch selber. Die ist doch verrückt. Wenn man in den Wehen ist, sollte man, glaube ich, nicht Auto fahren. Mein Akku ist leer, schade. Sie wird auch noch angerufen. Super. Ah, Sophia kommt jetzt. Sie hat die Arbeit früher verlassen. Fritz Hucks, Alter. Es ist ein Mädchen. Also ich habe mir schon einen Namen rausgesucht aus den Kommentaren. Weil Nana hat ein paar Vorschläge dagelassen. Und es gab dort 3 Mädchennamen. Ava, Emilia und Dawn. Dawn wollte ich jetzt nicht, weil Simfinity ja in ihrem Let's Play schon eine Dawn hatte, vor kurzem erst. Also ich finde das immer ein bisschen, ich habe jetzt keine Lust, dass man ihr dann gesagt wird, die ist ja voll geklaut. So, you know. Emilia, kenne ich jemanden? Das ist dann immer ein bisschen wild, finde ich. Und Ava, finde ich, klingt halt sehr, sehr cool. Jungen Namen sind natürlich jetzt ein bisschen egal, ne? Deswegen nehmen wir doch Ava. So, und wir randomisen und sie ist böse. Na, auch, also, okay, also ich möchte nicht, dass mein Kind böse ist, deswegen randomise ich nochmal. Einzelgänger und liebt die Kälte. Einzelgänger ist auch manchmal sehr anstrengend, von daher, wir nehmen das. Süß. Auch jetzt möchte sie auch noch heiraten. Ja, jetzt braucht sie das Buch auch nicht mehr lesen. Süß. Hallo, kleiner Schatz. Ach, sie möchte auch heiraten. Ich liebe euch. Das Kind hat direkt Hunger. Ist klar. Erstes Family-Foto. Sie hat gar keinen Bock auf ihr Leben.
Sie so, oh mein Gott, hör auf zu schreien. Das Kind so, ich schreie. Kannst du ihr vielleicht die Flasche geben? Und dann legst du gerne ins Kinderbett. Und dann ist damit auch der Part beendet, würde ich sagen. Wir haben hier genug erlebt heute. Also das war hier schon wieder wild genug. Aber ich bin froh, dass es nur ein Kind ist, weil sonst, ich glaube, sonst wäre es ein bisschen eskaliert hier. Aber die ganze Folge ist schon wieder eskaliert, weil ich 30 Millionen Mal das Spiel neu starten musste. Also, ja, das wird uns wahrscheinlich noch öfter blühen. Es ist halt Sims 3. Es ist schade, aber ja, wir werden es überleben. Okay, sie ist sehr zufrieden auf jeden Fall, wie man sieht. Aber ich denke, das wird sich mit der Zeit bessern. Ja, und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss!